Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Feuerkelch. Ja, beim letzten Mal haben wir damit aufgehört, dass wir hier quasi das Trimagische Schild auf dem Hogwarts-Gelände gesucht haben. Dadurch, dass ich mittendrin abgebrochen habe, ist das Level jetzt quasi futsch und ich muss das Ganze nochmal tun. Aber bevor ich das jetzt tue, werde ich euch ganz kurz etwas zeigen. Und zwar, nein, nicht das Verlassen, sondern... Nein, auch das nicht. Sondern das hier. Ha! Ich bin ja schon mal auf diesem Bildschirm gelandet und habe mich dann gefragt, wie ich zum Henker an die Karten rankomme. Ja, ich komme einfach mit dem X an die Karten ran, beziehungsweise dem A. Und hier kann ich jetzt quasi meine Bohnen ausgeben. Das sind die Karten, die ich kaufen kann. Ihr seht auf den Karten drauf, wie viele Bohnen sie kosten. Das hier ist ein 20er, hier haben wir eine 15er, hier haben wir 25. Und das ist quasi der erste Satz. Wenn ich den ersten Satz vollständig habe, wird diese Karte, also die große da rechts, freigeschaltet. Und oben drüber seht ihr, also zwischen der Anzahl meiner Bohnen und den Karten, seht ihr immer, was diese Karten bewirken. Die drei zum Beispiel bewirken, dass ich mehr Kraft habe. Das hier ist eine Fluchkarte, dass quasi meine Flüche stärker werden, glaube ich. Und das hier ist eine Aktio-Karte. Ich geh mal davon aus, dass dann mein Aktio stärker wird oder so, keine Ahnung. Ich werde jetzt aber erstmal auf Kraft gehen. Harrys Kraftleiste wird um 10%, wird erweitert um 10. Ach so, das heißt, ich habe dann 110 Gesundheit, glaube ich, ne? Bestätigen, ja. So sehen die Karten dann immer aus. Das sind Szenen aus dem Film. Und ja, dann habe ich diese Karte jetzt quasi freigeschaltet. Ich gucke mal, wie viele ich von den Karten jetzt noch freischalten kann hier. Ja, das sieht sehr sexy aus. Die hier hole ich mir auch noch. Dann haben wir direkt ordentlich was an Leben hier. Okay. Dann, was war das? Fluch. Komm, hauen wir raus. Können wir uns leisten. Okay. Und Harrys Flüche werden mächtiger. Sehr schön. Oh, dieser Blick. okay. So, die Aktio-Karte können wir uns auch noch holen. Aktio-Zauber wird mächtiger. Sehr schön. Und dann haben wir hier quasi die Magicus Extremo Startschubkarte, was auch immer das bedeutet. Ja, nice. Sehr schön. Okay, jetzt kann ich quasi den zweiten Satz eigentlich beginnen, wenn ich ihn schon haben würde. Habe ich aber leider nicht. Ist blöd. Heißt, ich gucke mir dann jetzt mal Hermines Karten an. Da habe ich auch schon 116. Ihre Karten sind allerdings etwas teurer. Dadurch, dass sie sich auf den Magicus Extremus beziehen, den ich euch immer noch nicht gezeigt habe. Das werde ich aber nachher noch tun. Sprich, der Magicus Extremus wird länger. Das finde ich sehr, sehr cool. Und finde ich auch sehr, sehr nützlich. Freundschaft bedeutet, wenn Hermine neben einem Freund mit derselben Karte steht, wird die Kraft beider aufgeladen. Ja, wie ihr nur seht, ist die Karte verdammt teuer mit 200. Das heißt, ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen mit Hermine zocken müssen. Ich gucke jetzt aber mal, dass ich hier diese Magicus Extremus-Dinger da noch. Das Bild finde ich cool. Noch freischalte und dann gucke ich mal noch bei Ron vorbei. Der hat schon 200 Karten. 200 Bohnen, so. Der hat aber auch hier Fluchwandler und Doppelfluch. Also die beiden, die sind. Ich darf gar nicht so viel mit Harry spielen, fällt mir gerade auf. Ich muss mehr mit Ron und Hermine spielen. Also, der 200 ist diese Freundschaftsbonus. Gucken wir mal, dass der Fluchwandler ist. Alle Karten in Rons Hand werden in Fluchkarten verwandelt. Das hört sich an, als würden die Kartenspiel spielen. Voll lustig. Ja, was auch immer. Und Doppelfluch. Ron wirkt zwei Flüche gleichzeitig. Diese Karte kann nicht zusammen mit einer anderen Karte ausgerüstet werden, okay? Finde ich aber ganz cool, will ich haben. Oh, das Bild ist auch sehr cool. Ja, okay, jetzt habe ich noch 66. Ja, okay, ich glaube, ich lasse es erstmal dabei. Aufgabenkarten. Hä? Was? Das Hogwarts-Gelände. Sammle die Entschwinde-Karte im Hogwarts-Gelände ein. Okay. Kräuterkunde. Entschwinde-Karte im Kräuterkunde. Verbotener Wald, Badezimmer der Vertrauensschüler und Moody's Herausforderung. Okay.
Offensichtlich muss ich ja auch noch andere Karten sammeln. Kreaturenkarten. Okay. Ja, gut zu wissen. Aber wenn ihr jetzt hier auf das Hogwarts-Gelände wieder zugreifen, kann ich euch kurz zeigen, wofür bzw. wann diese Karten jetzt genutzt werden. Ich werde jetzt eigentlich gerne... Ja, ich würde ganz gerne mit Ron spielen, weil der so viele coole Karten hatte. So, jetzt kann ich hier Karte ausrüsten. So. Gut. Zack. Und hier Kreatur, Charakter, Aktio. Habe ich eine Aktio-Karte? Ich habe eine Aktio-Karte. Cool. Nehme ich. Bringt mir zwar nichts, aber was soll's. Bei Hermine. Hermine spiele ich gerade auch überhaupt nicht, ist aber Wurst. Der Magicus Extremus wird länger, ob ich sie spiele oder nicht, hoffe ich. Und das war's auch erstmal. Mehr Karten habe ich bei ihr ja gar nicht. Und bei ihm habe ich ja diese Fluchkarte, die ich ausrüsten kann, was ich jetzt auch tun werde. So. Dann kann es ja jetzt losgehen. So, wie ihr seht, muss ich hier quasi von vorne anfangen. Ist ziemlich nervig, aber kann ich leider nicht ändern. Oh, guck mal wieder da unten. Zurück, was? Euch fehlen noch einige Schilde. So sieht's aus. Da unten diese Magik. Ach so, das war ein Minischild. Sammle 10 Minischilde, um ein Trimmer Schild zu. Okay. Ich finde dieses Gesinge irgendwie mega unheimlich. Hört auf damit. Also, wie ihr seht, haben wir da unten zwei Leisten für Magicus Extremo. Wingardium Leviosa! Weg mit dir. Wingardium Leviosa! Und tschüss. So, weiter geht's. Ich gehe mal stark davon aus, dass das diese verlängerte Version des Magicus Extremus ist. Ich muss mal gucken, wo ich hier jetzt... Achso, ihr seht auch, Harry hat 120 jetzt an Leben, sozusagen. Hier sind noch Böhnchen. Gib mir die Böhnchen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Passt schon. So, haben wir schon wieder fast 100 Bohnen zusammen mit Ron. Ist doch wunderbar. Läuft doch, Leute. Läuft doch. Huch, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ah, okay. Ich gehe mal stark davon aus, dass das darüber muss. Leute, helft ihr mir kurz? Wingardium Leviosa! Dankeschön. Sehr gut. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch mal ran. Harry? So, sehr gut. Ich gehe nochmal stark davon aus, dass wir da jetzt hochkommen. Ja, sehr gut. Okay, was auch immer wir hier jetzt tun müssen. Ich mache einfach hier mal dieses Aqua-Dingsbums. Kann ich das? Hallo? Aqua-Dings? Genau das. Gib mir Böhnchen. Uhu. Toller Zauber, Dankeschön. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Kann ich das mit allen? Anscheinend. Okay. Hier kann man, glaube ich, das Tor aufmachen. Das mache ich aber erst gleich. Weil irgendwie... habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich hier auch noch irgendwas ganz Essentielles machen muss. Ich habe allerdings keine Ahnung, was das sein soll. Oh. Oh. Da wollte ich nicht reinrennen. Harry! Also die KI ist deshalb so scheiße, weil das Spiel auf einem Koop-Modus basiert. Also man kann hier quasi mit seinen Freunden zusammenspielen. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man das tun kann. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass wenn hier jetzt jemand noch einen zweiten Controller hat, beziehungsweise einer mit Controller, einer mit Tastatur spielt, dann könnt ihr quasi zusammenzocken. Ja, an sich eine coole Sache. Oh nö. Was muss ich denn jetzt hier machen? Kann ich hüpfen? Kann ich springen? Kann ich irgendwas tun? Nein, anscheinend nicht. Okay, sehr gut. Da hinten ist aber eins von diesen Schilden. Ich will da gerne hin. Aber wie komme ich da hin?
Ja, wir können es ja mal von hier aus versuchen. Nee, offensichtlich kann ich hier nichts tun. Nee. Passiert nichts. Okay, dann machen wir mal hier weiter. Kapere Traktum! Zack. Toller Zauber, danke, danke. Da ist, glaube ich, noch so ein Minischild. Leute, ich brauche eure Hilfe. Hat die jetzt das Tor wieder zugemacht? Nein, hat sie nicht. Okay. Aqua Erupto! Harry? Aqua Erupto! Und ich mit meinem mickrigen Strahl hier schon wieder. Was geht? Okay, ich habe noch ein Minischild. Das bringt mir aber überhaupt nichts, weil ich Großes brauche. Scheiße. Okay, irgendwie kann man da hoch. Versucht, hinaufzuklettern. Ja, aber da komme ich doch gar nicht hoch. Wie soll ich denn da hochkommen? Ich brauche einen zweiten von dem Gedönsens. Doch, ich glaube, ich komme... Ja, doch, ich weiß, wie ich hier hochkomme. Da ist noch ein Auge. Gib mir das Auge. So, Leute, helfen. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! So, jetzt packe ich das nämlich hier rüber. Oh, höher. Nein, höher. Es muss höher. Okay, es funktioniert nicht. Kombizauber, sehr schön. Oh, Moment, sorry. Ich habe mich hier nach vorne gelehnt, das war nicht so schlau. Oh. Ach, kommt schon. Euer Ernst? Oh, okay. Aber ich glaube nicht, dass mich das so weiterbringt hier. Versucht ihn aufzuklettern. Ich kann hier aber nicht raufklettern. Warum kann ich hier nicht rauf? Ach, hier muss ich... Ah, ich verstehe. Hier muss ich rauf, dann kann ich darüber und dann... Ah, okay. Gut, ich brauche nochmal eure Hilfe. Leute. Oh, Hermine, Vorsicht. Ich muss mal um dich herum. So. Sehr gut. Jetzt kam ich nämlich da hoch, glaube ich. Und dann kann ich von hier aus dann darüber. Sehr schön. Darauf muss man erstmal kommen hier. Kann ich das alleine? Ich glaube, ich brauche jemanden zur Hilfe, ne? Ja, aber zu zweit kriegen wir das, glaube ich, hin. Oder doch nicht? Harry? Zieht! Meine Scheiße. Puh. Okay. Ah, jetzt, den hier runter. Wingardium Leviosa! Ja, Hermine, du stehst im Weg. Was tut ihr? Hallo? Hör doch auf mit dem Driss. Hermine, komm von dem Stein da runter. Danke. So. Upsala. Und hier wieder hoch. Und jetzt habe ich ein großes Schild. Wuhu. Ach komm schon, das bisschen. Ach Mann, dein Ernst? Oh Gott, kann man das irgendwie überspringen? Dankeschön. Null Karten erhalten, das ist ja wundervoll. Aber wir haben ein neues Gebiet freigeschaltet, Leute. Und zwar müsste das jetzt der verbotene Wald sein. Noch 3 trimagische Schilde zum Betreten des nächsten Gebiets. Alles klar. Jetzt hatte ich gerade Ron... Wie viele Bohnen hatten der jetzt? Ich weiß es gar nicht. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ist egal. Nimm Hermine. Ja, das passt so. Das passt auch. Das passt auch. Sehr schön. Hagrid führte Harry, Ron und Hermine in den verbotenen Wald. Er wollte ihnen etwas Wichtiges zeigen. Einen ungarischen Hornschwanz.
muss sagen, cool gemacht sind diese Szenen ja, aber irgendwie... Dieses Geräusch macht, es ist sehr nah. Irgendwie hat das storymäßig überhaupt keinen Zusammenhang. Überhaupt keinen. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Okay. So, jetzt kann ich hier rein, kann mir das Schild holen. Ach, das ist ein Minischild, ja, super. Mann, oh, das sah so schön aus. Okay, wo komme ich hier? Hier komme ich nirgendwo hin. Sehr schön. Heißt, wir müssen hier längs. Aktio! Boah, die Dinger sind so ekelhaft. Aber damit kann man, soweit ich weiß... Denkt ihr, wir könnten ihn ausreißen? Capere Tractum! Man sieht hier jetzt hinten so eine Art Fadenkreuz. Und ja, damit kann man die quasi schleudern. Aber irgendwie habe ich noch nicht so ganz durchblickt, was genau uns das bringt. Oh, ich habe eine Drachenstatue. Sehr schön. Ja, ja gut, sobald wir sie ausgeschlagen, weggeschleudert haben sozusagen, können wir quasi... Ach, okay, damit kann man die anderen zerstören. Sehr gut. Oh nein, ich gehe schon wieder. Archideus! Archideus! Axio! Ich brauche hier Hilfe! Links von euch! Ja. Vorsicht vor seinem Atem! Passt schon, passt schon. So, jetzt kann ich theoretisch... Hier, nicht ganz so weit bitte. Ah. Diese komischen Pflanzen, Pilze-Dinger da kaputt machen. Was mir im Endeffekt überhaupt nichts bringt, weil ich da durch das Holz nicht durchkomme wahrscheinlich. Oder? Komme ich da durch? Hm, nee, anscheinend nicht. Oder? Nee, komme ich nicht durch. Hat keinen Sinn. Autsch. Da brauchst du mit Küchen anzugreifen. Der ganze Eiter kommt sonst raus. Oh nee, nicht schon wieder einer. Pfui. Aus. Wingardium Leviosa. Okay, hier. Auf ein neues. Blub. Naja, das hat nicht viel gebracht, aber ist egal. So, hier können wir jetzt weiter. Ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, wo es lang... Okay, offensichtlich war das richtig. Was zum Henker tut Ron? Oh, knapp daneben ist auch vorbei. Kommt mir das nur so vor, dass sie größer als die anderen? Ich habe das Gefühl, dass es wieder ziemlich laut ist. Das Blöde finde ich auch, dass hier nur diese Viecher kommen. Die ganze Zeit. Es gibt kaum andere Gegner, weil immer nur diese Viecher kommen. Oder Salamander. Aber ich finde, das ist ein bisschen sehr unausgeglichen, muss ich sagen. Wir da hochkommen. Natürlich, guck mal. Einfach hochklettern. Hat er euch erwischt? Nein, aber das war knapp. Holy shit, Drache. Mine, wie klingt ein Hornschwanz? Genau so. Ich habe keine Ahnung. Achso, warte mal. Etwas in der Art nehme ich an. Also Ron, dass du die Frage stellen musst, ist schon ein bisschen hart, oder? Wie war das? Sein Bruder studiert Drachen in Rumänien? Oh nein. Wie mache ich denn das? Die kann ich nicht, kann ich damit Aktio? Geht das? Funktioniert das? Nein, es funktioniert nicht. Weil die Viecher im Weg sind. Wundervoll. Explodiert.
Mach das nochmal, das war cool. Und hat uns geholfen. Okay, ich gehe jetzt einfach mal hier lang weiter. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Lauft! Aqua Erupto! Oh mein Gott! Feuer löschen! Oh, euer Ernst! Die Viecher sind so nervig! Oh, ganz viele Bohnen, ganz viele Bohnen. Okay, sorry, ich sag gerade relativ wenig, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass ihr mich kaum versteht, weil hier alles so laut ist. Komm schon. Will der uns eigentlich verarschen? Komm schon. Ach scheiß drauf, wir gehen einfach drumherum. Kein Bock. Aqua Erupto. So. Aqua Erupto. Ich fühle mich so ein bisschen wie bei der Feuerwehr. Oh nee! Jungs, wo bleibt ihr? Mein Gott. Ist ja schlimm. Los, helfen! Komm schon! Komm schon! Geht doch! Ja, Jungs, jetzt seht zu, wie er vorbeikommt. Ich habe keinen Bock mehr. Oh, sie haben es geschafft. Cool, das ging ja schnell. Hey! Wartet, wartet, wartet. S drücken. Was ist S? Juhu! Das, meine Freunde, ist Magicus Extremus. Juhu! Es ist einfach mega. Und jetzt ist es vorbei. Also ich finde es mega cool. Ja, super, ey. Aqua Erupto. Mein Gott, wie viel Feuer, ey. Okay, Leute, kleinen Moment. Ich muss mal gucken, wie lange die Folge eigentlich schon geht. Weil ich glaube... Ja, ich habe mal wieder definitiv ziemlich überzogen. Ich würde sagen, ich beende die Folge an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch so halbwegs gefallen. Ich finde es ziemlich nervig im Moment, aber ja. Schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung, wichtige Links und so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.